Jo! Hoho. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der erste Auftrag in diesem Jahr, der muss natürlich feierlich gefilmt werden. Ich war kurz ein Rad hier rausholen aus dem Keller. Da wurde ich schon angestürzt, bestürzt, wie sagt man, überfallen. Der eine braucht eine Luftpumpe, der andere braucht Licht an seinem Fahrrad. So, der erste Auftrag in diesem Jahr, egal wie langweilig es ist, wird gefilmt von vorne bis hinten. Den könnt ihr dann sehen. So ist das. Erster Auftrag. Wir schauen mal. Licht funktioniert nicht, das ist die Aufgabe. Woran es liegt, müssen wir rausfinden. Und da mache ich mich jetzt mal dran, ja, und schau mal, ob ich das rausfinden kann. Bestimmt kann ich das rausfinden. Also das ist auch kein Problem, aber mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Erstmal brauche ich ein geeignetes Kamerapodest. Und das eignet sich doch besser als dieser Hautklotz. Sehr schön. Das ist das Rad. Kein sehr teures Rad, aber immerhin mit einer Dynamo schon. Dieser funktioniert nur überhaupt nicht. Oder beziehungsweise gibt es kein Licht, weder vorne noch hinten. Vorne haben wir eine Halogenbirne drin. Habe ich jetzt mal rausgemacht. Also den Halogenstrahler. Die Birne muss ich noch rauskriegen. Die fühlt sich deplatziert an. Schauen wir mal. Die ist kaputt, deswegen kann es kein Licht geben. Das ist schon mal Grund Nummer 1. Wenn es so einfach ist, man wird ja heran. Wir schauen mal. Schwupsi-wupsi, eine neue Birne. Zack, rein. Ja, auch hier zur Erklärung immer schön. Hier gibt es eine kleine Vertiefung. Da gibt es eine kleine Rille, eine Feder. Das sollte man beachten. Ja. Immer schön zusammen. Immer schön in dieser Position einbauen, aufsetzen, reindrehen. Und Licht ist. Schaut mal. So einfach habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, aber so einfach ist doch schön, wenn es so einfach ist. So. Warum funktioniert es jetzt hinten nicht? Funktioniert ja hinten trotzdem nicht. Basta, basta Licht, basta, basta, basta. Ich fürchte. Kabel liegt für mich. Man sieht auch direkt hier rein. Die Kabel sind das Erste, was man überprüfen sollte. Ich öffne dieses Basta-Licht, indem ich hier unten drauf drücke. Zack, dann springt es mir schon entgegen. Nehmt ab, schaut mir an und sehe. Erstens fehlt eine Batterie. Ja. Da ist noch eine drin. Da gehört natürlich hier vorne da noch eine zweite ran. Dann nehmen wir die auch mal raus. Dann hat die ja gar keine Funktion mehr. Standlicht ist ohne Batterie nicht gegeben. Also. Und die sieht auch nicht mehr schön aus. Sie ist total oxidiert, verrottet, verrostet. Kommt der Müll. Also kein Standlicht mehr. Dafür Marienkäfer. Wie immer sitzen hier die lustigen Marienkäfer drin. Da ist einer. Die Kontakte sehen auch nicht mehr so schön aus hier und da. Allerdings, es ist wahrscheinlich nur auch wieder eine Kontaktfrage. Ich hole mal einen kleinen Schraubenzieher. Und werde diesen Kontakt hier und diesen Kontakt ein wenig ankratzen mit dem Schraubenzieher.
bisschen blank machen. Und dann möchte ich mal behaupten, setzen wir das Teil hier wieder ein, indem wir zuerst, na, lebt auch nicht mehr, indem wir zuerst das hier oben so schräg reinsetzen, leicht nach oben drücken und dann hier verschließen. Wir gucken mal, es funktioniert noch nicht. Da müssen wir die Kontakte noch nachbiegen. Bei diesen Wasserdingern ist das echt so eine Macke tatsächlich. Kontakte hier so ein bisschen nehmen und so ein bisschen rauszupfen. Ach, der lebt ja doch. Na Mensch, Keller ist nicht gut zum Überleben, aber draußen ist jetzt auch schlecht. Das ist ja auch sehr wagemutig. Also ich möchte mal sagen, das kann er ja nicht halten. Dann machen wir mal raus. Das wird vernünftig. Mit einer Hand filmen, mit der anderen Hand hier rausmachen, das ist natürlich immer so eine Sache. So. Jetzt wird das Teil hier wieder reingeklemmt. Fertig. Und jetzt kommen hier unten. Da unten an diese Klemmanschlüsse hier. Da kommen die Kabel rein. Das mache ich jetzt mal, ich lege euch mal ab. Dazu gucken von da. Das ist genauso spannend und interessant, als wäre man gleich hier direkt dabei. Teste und siehe da, es leuchtet. Wunderbar, ich freue mich sehr. Das war also der erste Auftrag heute. Ja, kann man nicht machen, war nicht viel zu machen. Ein bisschen was. Licht vorne und hinten repariert. Fertig, so kann es gehen, so soll es sein. So ist es fein. Da freut mich doch sehr, dass ich wieder jemanden glücklich gemacht habe. Wahrscheinlich, vermutlich. Dann schauen wir mal, was das ja wirklich so bringt für uns alle. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Start in das Jahr. Und wir sehen uns, denn wenn es wieder richtig losgeht, seid ihr jeden Tag dabei. Jeden Tag ein Video von einer kleinen Reparatur oder manchmal vielleicht auch von einer größeren Reparatur. Werde ich dann reinstellen. Soweit mir das möglich ist, natürlich das ordentlich mitzufilmen. Wenn da richtig Stress ist oder so, werde ich das nicht machen. Ja, mit den Livestreams, wie gesagt, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen oder so. Da werde ich die Kamera vielleicht nicht mehr hier vorne haben oder so. Nicht, dass da einer zufällig durchs Bild läuft oder irgend so eine Faxen oder irgendwie. Ich möchte ja kein Gewese haben und möchte keinen Ärger haben. Ich bin ein friedlicher Mensch. Ja, also werden wir die Kamera vielleicht in dem Raum hier drin haben, in unserem Verkaufsraum. Und ich meine, das steht oben dran, wie gesagt. Ja, also eindeutig. Kannst du euch nochmal zeigen kurz. Man kommt rein. Und sieht das. Und sieht das. Und sieht das.
Das sieht man kaum noch, aber hier, das ist ja eindeutig. Naja. Das ist so die Augenhöhe. Ja, manchmal ist es halt so. Manchmal hat man es nicht gesehen. Geht einem ja auch manchmal so im Straßenverkehr. Hat man irgendein Schild übersehen oder was? Keine böse Absicht wahrscheinlich von ihm, aber auch keine böse Absicht von mir. Ja, deswegen. Also, damit verbleibe ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.